Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video meiner kleinen 5-Tipps-Reihe. Heute widmen wir uns dem Thema Nachhaltigkeit. Wie können wir mit einfachen Dingen ein klein wenig nachhaltiger sein? Und ich habe 5 Dinge um mich herum liegen und hoffe, euch da so ein bisschen den Impuls zu geben. Ich selbst bin, glaube ich, schon ein bisschen nachhaltig, aber natürlich nicht perfekt. Ich glaube, perfekt sein ist unfassbar schwierig bei diesem Thema. Ich glaube, dazu liebe ich auch mein Auto viel zu sehr, als dass ich das zu 100% schaffen werde. Aber ich glaube, wenn jeder etwas Kleines tut, immer ein bisschen mehr tut, dass man dann viel mehr bewirkt, als wenn man nur eine Handvoll Menschen hat, die eben 100% geben. Und ich glaube, dass da so mancher Ansatz jetzt in dem Video auch dazu hilft. Natürlich nimmt man sich fürs neue Jahr auch Dinge vor, so auch ich. Ich möchte meiner Duschgel-Sucht ja nicht mehr so häufig nachgeben. Ich bin definitiv ein Duschgel-Monster, wie man so früher dazu gesagt hat. Es ist für mich sehr schwierig, nicht immer mit einem anderen wohlriechenden, toll schäumenden Duschgel nach Hause zu kommen, wenn ich zum Beispiel im DM bin. Aber ich versuche das dieses Jahr in den Griff zu bekommen, und das ist so mein kleiner Vorsatz in diesem Thema. Aber es soll heute um 5 Nachhaltigkeitsideen gehen, und wir starten mit der ersten. Und zwar ist das eine Aluflasche bzw. eine Glasflasche zu verwenden für Getränke. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese ganz billigen Plastikflaschen, wo ja zum Beispiel auch wirklich nur Wasser drin ist, wo ich mir denke, Mensch, füllt doch einfach eure Flaschen, eure Aluflaschen, die hält sowohl warm wie kalt. Mit einem wunderbaren Gryffindor-Logo, wie es sich für mich gehört, füllt das Wasser einfach darin ab. Macht euch einen Tee, gebt den morgens rein, oder wirklich auch kalte Getränke im Sommer. Ihr habt die immer dabei. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind 600 Milliliter drin enthalten. Das reicht auf jeden Fall für so ein Stündchen, sagte sie und trank locker so viel in einer Stunde. Ich finde das super praktisch. Ich recycle sozusagen auch Glasflaschen wieder. Ich habe noch die ein oder anderen Saftflaschen hier, wo irgendwann mal ein Saft drin war im Glas. Ich wasche die immer wieder aus, verwende die immer wieder für zu Hause, um eben auch nicht wegen jedem Glas zum Wasserhahn zu müssen. Deutsches Trinkwasser ist mit das meistgeprüfteste Wasser überhaupt, das Lebensmittel überhaupt, und kann absolut getrunken werden. Es ist natürlich regionennah, so ein bisschen abhängig, aber schaut einfach mal in eurer Stadt, wie da das Trinkwasser ist. Und ich trinke schon seit Jahren nur Leitungswasser oder dann eben halt Tee. Ich bin ein großer Teetrinker, ich trinke den auch kalt. Und könnt ihr mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie Wasserkästen zu schleppen oder Ähnlichem. Von daher bin ich da wirklich umgestiegen. Ich habe immer was zu trinken dabei. Entweder wirklich in der Aluflasche, oder ich habe so Hartplastikflaschen, die auch nichts in das Wasser abgeben. Wo ich einfach sage, für unterwegs ist das auf jeden Fall praktischer als eine Glasflasche. Oder dann jetzt wirklich meine Aluflasche, die ich abgöttisch liebe und jetzt auch schon häufige Male dabei hatte. Wenn wir beim Thema Trinken sind, dann weiß ich, dass manche Menschen nicht ohne Strohhalme auskommen. Und ich habe mir so Hart-Plastik-Strohhalme bestellt. Die haben ursprünglich auch noch einen Löffel. Gerade für ein Latte Macchiato zum Beispiel sehr schön. Die kann man in den Geschirrspüler packen. Man hat da auch ein kleines Pinselchen dann dabei. Ich packe euch, wenn ich alles irgendwie finde, auch gerne mal unten in die Infobox. Es gibt die auch aus Edelstahl. Da mochte ich das Trinkgefühl leider nicht. Ich fand das sehr unangenehm irgendwie an den Zähnen. Ich bin damit nicht zurechtgekommen. Ich liebäugle noch mit Glas-Trinkhalmen. Finde aber Glas halt immer irgendwie gefährlich, dass halt sowas auch einfach mal relativ schnell kaputt geht. Gerade bei so einem Schüssel wie mir. Fand ich jetzt diese Hartplastik-Variante einfach um Längen besser, als wenn ich immer einen direkt so zum Wegwerfen habe. Ich versuche auch bei, wenn ich essen gehe, in Cafés gehe, immer zu sagen, ohne Strohhalm, weil ich das einfach, man braucht es eigentlich nicht, aber wenn man dann doch mal irgendwie das Bedürfnis hat, irgendwas mit dem Strohhalm zu trinken, dann finde ich diese Variante deutlich besser. Zudem, wie gesagt, kann man da eben auch noch einen Löffel draufschrauben, wenn man, was weiß ich, dann auch mal ein Eis isst oder keine Ahnung, und gerade keinen anderen Löffel zur Hand hat. Ja, reinigungstechnisch auch super. Sind natürlich in der Anschaffung erstmal ein bisschen teurer als der tausende Strohhalmpack zum Beispiel bei Ikea. Aber es lohnt sich, weil man eben nie wieder irgendwas nachkaufen muss. Also, ne? Und man die eben sowohl per Hand als auch im Geschirrspüler einfach reinigen kann. Ja, Nummer 3 ist dann der gute alte Jutebeutel. Dazu noch ein sehr schöner von Thalia. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die mit dem Bücherverwandeln-Muckel in Patronus überhaupt noch gibt. Ich habe, keine Ahnung, 10 Jutebeutel. Ich habe in jeder
ja, Tasche einen, in jeder Jackentasche. Ich habe im Auto welche liegen. Sollte man doch mal irgendwie spontan einen brauchen, ist immer griffbereit. Es gibt wunderschöne Motive. Es gibt die günstig, aber auch teuer. Also ich glaube, die jetzt bei Thalia kosten immer so um die 1, 2 Euro. Es gibt aber auch bei Primark zum Beispiel welche oder auch bei Thalia welche zu kaufen, die halt dann irgendwie 8, 9 Euro kosten. Dann sind sie auch ein bisschen dicker. Sie halten viel aus, man kann sie waschen. Ja, ich finde, Plastiktüten braucht es in diesem Sinne gar nicht mehr. Man bekommt alles gut in Jutebeutel rein und lässt sich eben auch leicht reinigen. Und man kann den wirklich klein machen. Er sollte gefühlt in jede Handtasche passen und auch in jede Jackentasche. Ja, und im Auto, ja, ins Handschuhfach, hinten im Kofferraum. Überall hin und man hat immer, wenn man irgendwie mal einkaufen geht, eine Tüte dabei, einen Beutel dabei und ja, hat sogar noch ein schickes Accessoire. Um bei Beuteln einfach mal zu bleiben, ja, gibt es natürlich auch Obst- und Gemüsebeutel oder auch Brotbeutel. Ich habe hier in Würzburg im Unverpacktladen mir einen gekauft, da habe ich mein Müsli reingepackt, ist auch waschbar bei 40 Grad, finde ich mega praktisch und ich habe ja, hier auch noch so einen großen Brotbeutel bzw. auch Gemüsebeutel, wo ich auch einfach mal meine Äpfel transportiere oder ja, was auch immer. Ich bin ein Apfelesser, deswegen habe ich meistens meine Äpfel da drin. Da passen wunderbar, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Äpfel rein. Hält sich auch vom Gewicht super gut. Gibt es auch in größeren Packen, also dass man gleich einen 6er-Pack sozusagen von Beuteln hat in verschiedenen Größen, wo man halt auch Zwiebeln transportieren kann. Alles, was Obst, gemüßig ist, dass man das nicht mehr in Plastik in diese Tüten packen muss. Es gibt jetzt auch oft diese Papiertüten. Die finde ich tatsächlich auch ein bisschen unpraktisch, weil die manchmal das Gewicht nicht aushalten. Man kann aber auch, wie gesagt, einfach sein Brot, seine Brötchen einpacken. Man kann es ausschütteln, man kann auch das, glaube ich, soweit waschen. Ja, habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, also ich finde das mega praktisch und auch die kleinen Tütchen kann man gefühlt immer dabei haben, egal ob man jetzt in einen ganz klassischen Laden geht zum Einkaufen oder auf dem Wochenmarkt. Kann man das immer dabei haben und immer mitnehmen. Es gibt für mich aber auch durchaus Obst und Gemüse, was gar nicht bedarf, eingepackt zu werden. Keine Ahnung, ob das Bananen sind oder auch Gurken sind. Eine ungeschnittene Ananas braucht auch keinen Schutz. Also die packe ich bei mir dann eben auch ganz normal in die Einkaufstüte und dann ist das auch soweit schick. Und das Letzte bezieht sich jetzt nochmal aufs Trinken. Und zwar bin ich wirklich erschüttert. Und ich bin immer erschütterter, wie viele Marken von Tee jetzt jeden Teebeutel einzeln einpacken. Es ist echt unglaublich. Ich lasse mir das Argument ja noch eingehen, dass das hygienischer ist. Jetzt frage ich mich, wenn ich zu Hause bin, wer außer mir und alle, die mit mir leben, fassen vielleicht mal in die Teedose. In Büros oder Firmen macht das vielleicht irgendwie noch Sinn. Das lassen wir auch mal so stehen. Aber ich verstehe nicht, warum man in einem Karton 20 Mal Tütchen braucht, auf denen draufsteht, was es ist. Und ja, mich regt das tierisch auf. Das ist echt ein Thema, wo ich schon Mails geschrieben habe an allen möglichen Hersteller. Ich immer nur fadenscheinige Antworten bekomme, wenn ich überhaupt eine Antwort bekomme. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist. Ja, jetzt ist das, glaube ich, tatsächlich nur Papier. Aber muss das sein? Also ja. Ja, am besten ist dann eben auch einfach die Alternative, dass man darauf achtet, Teemarken zu kaufen, die möglichst nicht irgendwelche Umverpackungen haben. Oder eben einfach losen Tee, den man eben in einen wiederverwendbaren Filter gibt. Für zu Hause finde ich das super praktisch, habe ich das immer dabei, beziehungsweise immer zu Hause. Ich verwende gefühlt, wenn ich nicht Reste aufbrauche, nur noch losen Tee. Im Büro habe ich Teebeutel. Die dann zumindest nur der Beutel sozusagen weggenommen wird und nicht noch ein Papier drumherum hat. Auch da habe ich angefangen, mir ja, 2, 3 Teesorten einfach in diese schönen Teedosen zu packen und ich liebe die Abwechslung und ich mache mir locker 2-mal eine Kanne im Büro und ja, habe da jetzt eben den Teefilter, der noch entsorgt wird, aber ja, eben nicht mehr das Papier drumherum. Zu Hause wiederverwendbar, entweder in dieser Hartplastik-Optik,
der dabei war. Oder es gibt eben, den habe ich jetzt aber vergessen mitzunehmen, ja eben auch Stoff-Teebeutel, Teefilter, die man immer wieder verwenden kann, die man auch einfach in den Geschirrspüler hängt und dann wieder verwenden kann, wenn er noch gereinigter sein soll. Ich meine, theoretisch ist da nur Tee dran, da reicht auch, finde ich, immer ein Ausspülen, aber immer mal ist es doch vom Gefühl schöner, dass man sagt, das ist irgendwie frisch. Und es gibt natürlich auch die Tee-Eier, bei denen ist für mich sehr oft das Problem, wenn ich sehr feinen Tee trinke, wie schwarzer Tee ist oft sehr fein, dass man dann halt trotzdem den ganzen Tee sozusagen im Gefäß hat. Und ja, das muss man ein bisschen abwägen, welchen Filter man gerade nimmt. Aber auf jeden Fall eine leicht umsetzbare Alternative, um ja, diesen Müll sozusagen dann eben auch einfach zu vermeiden. Und das waren sie jetzt. 5, finde ich, sehr einfache Umsetzungen zur Nachhaltigkeit, ohne hier groß irgendwie was zu predigen oder ähnlichem, denn auch ich bin einfach überhaupt nicht perfekt. Ich bin sehr weit von perfekt entfernt. Versuche aber immer irgendwie einen kleinen Schritt nach dem anderen zu machen und bin fest davon überzeugt, wenn wir alle irgendwie einen kleinen Schritt machen, dass dann eben auch dem großen Ganzen ein bisschen geholfen wird. Zudem sich dann eben auch einfach, wenn sich die Nachfrage verändert, eben auch das Angebot verändert. Und ja, man soll ja immer selbst die Veränderung sein, die man sich in der Welt wünscht. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn wir ein bisschen in den Austausch kommen. Was habt ihr für einfache Tipps zum Thema nachhaltiger Leben? Ja, lasst uns das gerne in den Kommentaren besprechen. Ich versuche die Alternativen, wenn ich sie irgendwie was Gutes auf Amazon finde, auch unten mal zu verlinken. Schaut da gerne einfach mal vorbei, wenn ihr da nach Alternativen sucht. Und ja, es gibt natürlich noch einiges andere an Tipps und vielleicht machen wir da einfach nochmal ein zweites Video zu. Aber schreibt mir eure Ideen, eure ja, Angehen, die, wie ihr jetzt, was ihr umsetzen wollt im neuen Jahr, gerne auch mal unten in die Kommentare. Und ja, dann danke ich euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.